Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider in einer neuen Aufnahme und hoffentlich mit ein bisschen mehr Glück in gewissen Suchdingen als eben gerade noch. Ich hoffe, ich kann euch endlich erlösen. Ich weiß noch nicht genau, wie gut das jetzt klappt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht sozusagen. Weiß jetzt aber noch nicht genau. Also, ich muss mich ganz kurz orientieren. Dann darf's leben. Entschuldigung, okay. Ich muss mich ganz kurz orientieren. Mit ein bisschen Glück brauchen wir keine Rehe mehr umbringen. Ich schau mal eben. La la la. 53 Nord. Nein. Okay, also, wir sind hier gerade im Küstenwald. Das ist der südliche Wald wahrscheinlich. Den einen haben wir gefunden. Ich guck mal ganz kurz durch. 53N71263. Okay, das ist 23633. Boah, das ist ein bisschen ätzend gerade. 341 6063. 341 6063. Huch. Hier müsste eigentlich was sein. Oh. Hä? Geocache? Achso, der Geocache. Ich kann hier. Ah, toll. Ich kann hier also. Ich kann selber kein Dingens da setzen. Das ist ja blöd. Das Problem ist, ich habe ja auch die meisten Totems hier schon gesammelt. Und deswegen weiß ich nicht, welche ich noch nicht gesammelt habe. So, Entschuldigung. Siehst du, ich krieg ja auch Schaden dadurch. Das tut mir im Herzen weh. Das tut mir mehr weh als ihm. Haben wir ihn erwischt? Hab's kurz fiepen gehört. Hat funktioniert. So, Entschuldigung. Hier soll. Sekunde. Im südlichen Teil des Hirschgebietes neben einer Klippe steht ein kleiner Baum, wenn es Totem hängt. Das dürfte wohl die kleine Klippe sein, aber das Totem haben wir vermutlich schon. Mit Bildern wäre es ehrlich gesagt auch nicht einfacher. Oh. Ah, diese Asbesthirsche hier. Also im Grunde genommen, wir theoretisch. Ich glaube, wir brauchen die echt nicht mehr jagen. Ich lasse das mal lieber. Ich will das auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich mache das ja eigentlich nur wegen der XP. Wir leveln sowieso gleich hoch. Zwischen zwei Felsen, eine improvisierte Brücke. Das sieht doch ganz gut aus. Auf der einen Seite hängt unten das Totem. Ich glaube, das haben wir aber schon, ne? Hier ist keins. Huch. Hier sehe ich nur Gemüse. Also ich denke mal, das dürfte dieses hier sein. Das habe ich auch schon. Am Ende der beiden Felsen, oben liegen ein paar Pfeile, hängt das Totem von einem kleinen Vorsprung vom Felsen runter. Okay, das gucke ich mir nochmal ganz kurz an. Dann haben wir hier soweit alles abgesucht. 53N712355. 712355. 341 6065. 341 60, 65, 60, ja, ist voll doof. 65, okay. Am Ende der beiden Felsen. Ist das da? 712354, 2355, da. Okay, der kleine Felsen da am Rand. Ich glaube ehrlich gesagt, das haben wir schon. Das dürfte dann wohl hier gewesen sein. Ich vermute mal, das haben wir schon gehabt. Entschuldigung, ich glaube, das hatten wir schon. Ja, das ist genau hier und hier waren wir schon. Nein, ich lasse den jetzt. Wenn ich hier versage, bin ich selber schuld. Die beiden Totems müssten also im anderen Wald sein.
Hoffe ich zumindest. Sonst bin ich echt überfragt. Sondern mache ich das offscreen, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich habe selber keine Lust drauf, weil mir das Let's Play ein bisschen verwässert. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich alles auf 100% haben möchte. So, ich reise ganz kurz zum anderen Ding. Ich finde es doof, dass man sich so keine Wegpunkte setzen kann, sondern nur bei Sachen, die man so findet. Da. Küstenwald, zack. So. Heile Brücke an dem ersten Baum. Links neben der Brücke hängt das Totem. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon. So. Die heile Brücke, ist das diese hier? Das ist diese hier. Hier hängt auch kein Totem mehr. An dem ersten Baum links von der Brücke. Da hinten, da ist es. Ah, da ist es. Scheint zu funktionieren. Boah. Grau auf grau oder braun auf braun. Sehr gut, das haben wir. So, in Richtung Wasserfall. Das dürfte wohl der da sein. Dem Reh tue ich jetzt nichts. Eine kaputte Brücke. Das dürfte die sein. Unter dem nördlichen Teil. Ich weiß nicht genau, welches der nördliche Teil ist. Ich vermute mal, wir haben das Ding schon geschossen. Denn generell... Ne, sehe ich nicht. Hopsa. Das Ding haben wir wahrscheinlich schon. Ich kann mir ja halt nicht alle merken, ganz ehrlich. Das sind so viel Sachen, die wir abgeschossen haben. Das große Tor in Nordosten. Ist das hier im Nordosten? Ich muss mal ganz kurz gucken. Da ist wohl noch ein... Wahrscheinlich das Tor da. So, hier. Hier sehe ich aber auch nichts, was irgendwie rumschlackern würde. Schlackonieren. Das müsste das Tor im Nordosten... Na, so nordöstlich ist das noch gar nicht. Ich gehe vielleicht mal weiter gucken, ob ich was nordöstliches finde. Oder zumindest was östlicheres. Hier geht es aber schon eher Richtung Süden. Okay, haben wir hier ein Tor irgendwo? So, ich schaue mir nochmal alles genau an. Wenn du irgendwas Gelbes siehst, bitte schreien. Wenn du irgendwas... Gelb leuchten sollte? Nein. Okay, ich nehme an, das haben wir schon. Das haben wir schon. Das Dach der Statue, das haben wir schon. Unter einer heilen Brücke. Das hier könnte eine heile Brücke sein. Da ist es. Jawohl, dann haben wir jetzt alle geschafft, Gott sei Dank. Oh, was für ein beschissener Ort. Ja, 150. Juhu. Okay, damit hätten wir das. Dann kriegen wir es ja doch noch auf 100% durch. Tut mir leid, wenn ich es auf diese Weise mache, aber ihr seht ja, also das hätte jetzt, glaube ich, 50 Jahre gedauert. Und ich will das unbedingt auf 100% natürlich durchkriegen. Nein, ich schieße jetzt nicht ab. Ich wollte gerade schon wieder aus der Reaktion heraus, mache ich jetzt aber nicht. So, das haben wir. Bin froh, dass es geklappt hat. So, schnelle Reise in Richtung Bergdorf. Bergtempel, 100%. Bergdorf. Weiß gar nicht, wo ich da genau hin soll. 96% gemeistert, 2 Eier fehlen uns noch. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Das wird schwierig, glaube ich.
Ich hoffe, wir kommen da einigermaßen hin. Vor allen Dingen, weil die Sachen sind ja nicht unbedingt so richtig leicht zu finden. Vor allem diese Nester, die fliegen ja mal auf irgendwas drauf rum. So. Treibgut, kommt mir sehr gelegen. Yeah, Waffenmodifizierung, freue ich mich. Trotzdem will ich erstmal. Auf einem Haus, auf dem man mit Seil Richtung Nordosten weggeht. Ich weiß nicht genau, ob es das Haus ist. Auf jeden Fall. Ich glaube, ein Nest hier von einem Haus haben wir schon. Huch. Habe ich noch Stimmen gehört gerade? Ach, guck mal hier. 4 von 5. Und da haben wir noch Treibgut da unten. Das würde ich mir gerne noch holen, tatsächlich. So, nochmal ganz kurz. Ich dachte gerade, da wäre noch jemand. Ich würde sagen, das holen wir uns mal eben nochmal schnell, denn wir werden ja alles an Treibgut brauchen, was wir kriegen können. Ich vermute mal, beim Bergdorf da oben sind sie wieder, oder? So, ist nicht viel, aber wir müssen halt nehmen, was wir kriegen können. Sind da vielleicht welche wieder im Haus? Nee, ne? Hier waren sie ja im Haus, wenn wir uns recht entsinnen. Da haben wir noch so ein paar Leute gefunden. Aber diesmal ist hier niemand mehr. Nein, keiner im Haus. Okay. Das war das. Das haben wir. Ein großes mehrstöckiges Haus. Das ist das, wo wir gerade drin sind, zufällig. Westlich vom Schnellreisen. Nur mal ganz kurz, im unteren Dorf. Wir sind im unteren. Oh Gott, ich sehe hier gar nichts. Okay, hier ist das schnell. Irgendwas riecht ja wieder lecker. Nordwestlich. Im unteren Dorf nordwestlich schnell ein großes mehrstöckiges Haus. Das hier ist zumindest das größte und soweit ich weiß, das. Ist es das einzige hier? Ich weiß es gar nicht. Da oben kommen wir nicht drauf. Da hinten waren wir schon. Hier haben wir schon alles abgesucht. So, auf dem Dach an der zur Felswand gelegenen Seite. Oh, hier. Wie kann ich das nicht sehen? Nice. Nice, nice. Oh, ich freue mich gerade ein bisschen. Tut mir leid. Ey, sorry, wenn ich mich freue, ja? Sorry, wenn ich happy bin. So. Rumsti-bumsti. Kommen wir hier überhaupt runter? Ich wollte hier eigentlich runter jetzt, ganz clever. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall. Aber weißt du was? Hier, wir schwingen einfach mal. So.
So, auch schön. Wo ist denn das Lager nochmal? Das sieht alles so anders aus als damals, wo Roth noch gelebt hat. Ich glaube, die Karte haben wir jetzt auch gemeistert. Hätte ich nicht gedacht, dass die Eier hier sind auf der Seite. Ich dachte immer nur, die wären auf der anderen Seite vom Dorf. So, ich guck mal ganz kurz. Pyromanen, 5 von 5. Eierwilderin, 100% gemeistert, 5 von 5. Ich freue mich sehr. 100% gemeistert, 100% gemeistert, 100% gemeistert. Barackenstadt, Schalldämpfer und zur Ruhe gebettet. Schön. Muss man erstmal drauf kommen tatsächlich. Ich huste mal kurz. Entschuldigung, da bin ich wieder. Ja, muss man erstmal drauf kommen. Alarmsirenen. Wir müssen uns um Alarmsirenen. Wie soll man darauf kommen, wenn da einfach steht Schalldämpfer? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist nicht die einzige Herausforderung. Hier gibt es noch die andere. Und ich weiß nicht genau. Ich suche gerade Alarmsirenen. Man merkt es vielleicht. Lebt hier wieder jemand? Ich habe auch schon Alarmsirenen hier gesehen. Das Blöde ist, das Bergdorf ist natürlich auch ein bisschen größer. Kann ich die so denn auch... Die müsste ich doch eigentlich hier auch sehen, oder? Ist das hier der medizinische Helikopter? Ich glaube ja, ne? Ah, toll, da komme ich so natürlich nicht rein. Ist das da so ein Ding? Wow, das hat ja gut funktioniert. Zur Ruhe gebettet. Abbilder. Die haben kleine und sie haben einen mit einem Mingenteil. Ah, okay. Das ist, glaube ich, nicht so ein Ding, was man zur Ruhe betten kann. Okay. Muss ich vielleicht nochmal genauer suchen. Ihre Kleider... Huch, ihre Kleider wehen im Wind. Die werden mir wohl auch heimleuchten. Da können wir noch was anzünden. Ist das vielleicht so ein Ding? Das ist so ein Ding. Ja. Zur Ruhe gebettet. Na, sieh mal eine an. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Das fällt aber nicht einfach so zu. Okay, die haben ein riesiges Laken. Ich hoffe, die sind nicht so sehr zu übersehen. Was riecht denn hier wieder so nach Essen? Verdammt, irgendwer brutzelt hier in der Nähe immer. Ich glaube, irgendwer will mich quälen. Ich habe heute erst zwei... Oh, aua. Ich habe heute erst zwei kleine Onigiri gegessen und ein Ei. Ein hart gekochtes. Mensch. So, dabei nehme ich hier schon, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden auf. Ich will mich nicht beschweren darüber, um Gottes Willen. Ich zoome das ja aus, aber wenn es dann so lecker nach Essen riecht, ist das immer so... Das macht es nicht leichter. Okay, ich scanne hier mal ein bisschen die Gegend ab. Ich hoffe nur, die ganzen Sachen sind nicht irgendwo im Haus oder so, wo ich ihn auf gar keinen Fall sehen kann. Sieht hier jemand dieses so ein zur Ruhe gebettet Ding oder eine Alarmsirene oder sowas? Ist nichts. Ist aber gar nichts. Woran soll ich denn da noch glauben? Ah, hier ist nur ein Futzel. Okay, aufs Dach muss ich ja auch irgendwie kommen, weil da führt ein Seil hin, tatsächlich. Von da hinten irgendwo. Okay, weißt du was?
gesagt, gib mir was zu rauchen und das Buch gehört dir. Komm schon, ich schulde dir dann was. Keine Flocken, kein Buch. Klar, ich gehe einfach zum Kiosk an der Ecke und hol dir. Ich bin für das neue Frack. Da gibt's bestimmt jede Menge. Oh. Was? Von da hinten? Na klar, hinter dem Haus. Bergungsgut, hello. Der wirft einfach durch die Wand. Willst du mich verarschen? Der ist da hinter der Wand und wirft fröhlich vor sich hin. Wo ist er? Was? Der schießt durch die Wand. Was ist das denn für ein Scheiß? Der müsste da hinter der Wand sein. Unfassbar. Okay, bevor ich jetzt in diesen Abschnitt gehe. Da oben sehe ich noch ein Tuch. Ich glaube, ich habe gerade noch so ein Abbild gesehen. Hier habe ich doch gerade zwei umgebracht und auf einmal lebt da einer wieder. Naja. Hallo Respawn. Random Respawn. So, wie komme ich denn hier auf die Dächer? Von da aus vielleicht? Ich hoffe, ich finde das überhaupt... Wie komme ich denn von hier nach oben? Ich will nach oben. Hallo? Okay, das geht nicht. Das geht. Da nämlich. So. Hä? Hab doch Feuer gemacht. Okay. So. Und tschüss, mein Freund. 2 von 5 Abbildern. Und da hinten ist gleich das nächste Abbildern. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Entschuldige, Lara, ich verlange dir vieles ab. So, und noch ein Abbildern. Drei von fünf. Aber ich finde immer noch keine Sirenen, ehrlich gesagt. Ich frage mich... Komme ich dann da nicht aufs Dach drauf? Ich würde gerne diesen Express nach da oben nehmen. Ah, da oben ist noch eine Wand, die ich nicht aufgeschossen habe. Au, das war ja schlau. Brauche ich beides nicht. Ich nicht durch. Träumchen. Ach ja, hier hinten. Ich höre schon wieder Freunde. So. Man merkt, ich versuch's trotzdem gerade auf eigene Faust so ein bisschen. Weil ich jetzt weiß, wonach wir suchen. Und das Suchen an sich macht mir ja auch Spaß, wenn man was findet. Natürlich nur. Ja.
gut, lautlos ist was anderes, aber hey. Wofür hat man denn Freunde? So, wo ist er? Hä? Wo ist er? Ah, toll. Na toll, nein, ich kann ihn nicht looten. Ist der im Haus? Komm ich hier in diese Drecksgrütze rein irgendwie? Na super, der ist genau so gefallen, dass man da überhaupt nicht hinkommt. Mann, ich brauch doch das Bergungsgut, du Penner. Das waren Pfeile gerade eben. Ich suche gerade was. Ich weiß nicht genau, ob ich es finde. Das hier suche ich jedenfalls nicht. Mist, wie kam ich ja nochmal? Ich war da erst vor ein paar Folgen. Ich suche immer noch den Weg zum Helikopter tatsächlich. Also nicht immer noch, sondern ich suche schon wieder den Weg zum Helikopter. Und Treibgut. Ich weiß, Bergungsgut. Ich sag immer Treibgut. Ihr seid die Sonne, die das Licht. Hey, ich dachte, du bist am Preisen. Huch. Was? Er hat drei umgebracht, die ist einfach weg. Alter, das Bergungsgut, willst du mich verarschen? Was ist denn los? Das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst mich einfach. Wir haben gerade drei umgebracht und ich dachte gerade, oh, was für ein Glücksfall. Gleich drei Leute auf einmal und einen Scheiß kriegen wir davon. Weil die einfach verschwinden, weil wir dauernd Bugs haben. Wie elendig. Oh. Ja. Oh, toll. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Boah, so eine Scheiße, das ärgert mich gerade. Wir hätten gerade so schön Bergungsgut bekommen. Hier komme ich gar nicht mehr raus, ne? Nee. Yes. Ah, jetzt komme ich. Ich verstehe es gar nicht. Hier? War das hier vielleicht? Ich glaube, hier sind wir schon relativ richtig. Einmal durch diese alte Suppe. Wir mussten im Helikopter damals erste Hilfe suchen, weißt du noch? Aber wir sind doch andersrum gegangen, oder? Sind wir nicht so rum? Ich habe das Gefühl, wir gehen falsch rum. Ja, ich wünschte, ich könnte hier unten ein bisschen schneller rennen. Das ist auf jeden Fall die falsche Richtung, oder? Ja, jetzt liegt der Typ hier. Ja, wir gehen hier auf jeden Fall falsch. Wir kommen nämlich eigentlich von seinem Fußteil. Ja. Das Spiel hasst mich. Ja. Ja, da ist der Helikopter. Wir sind auf der falschen Seite. Oder? Nee, ist doch richtig.
Huch, manchmal flimmert hier irgendwas rein. Ich weiß gar nicht was. Halt, was ist das da? Das ist nur ein Lappen im Wind. Scheiße. Auch nur ein Lappen im Wind. Ich dachte, hier sollte was sein. Hat uns genau gar nichts gebracht. Außer einen guten Aussichtspunkt, aber... Scheiße. Bei der Windmühle sollen noch ein paar sein. Ich weiß gar nicht mal, wo die Windmühle ist, ehrlich gesagt. Und wir haben noch nicht ein einziges Alarmdingens gefunden. Boah, das ärgert mich gerade voll mit diesen drei Leuten. Da hätten wir wieder was gefunden und dann leider nichts. Das da oben ist auch, das oben rechts ist auch kein Alarm, ne? Das da. Nix, nix. Nix, rein gar nix. Nüscht. So, ich wollte mal ganz kurz hier runter segeln. Warum geht da oben so ein Ding runter? Das verstehe ich nicht ganz. Ich wollte da oben noch eine Tür aufschießen, ne? Ist denn da ein Alarm oder nicht? Das wäre halt prädestiniert dafür, aber wie soll man denn da hinkommen? Das wäre noch die andere Frage. So, da ist nix. Schritte. Was? Hilf mal schnell! Oh, fick dich doch, du Scheißspiel! Mann, das darf doch nicht wahr sein. Ich wollte auf den draufspringen. Und die klebt sich natürlich irgendwo dran fest. Und oh Gott. Gib mir das gerade auf den Sack mit diesem Suchen hier. Scheiße. Doofe 100%. Da, das habe ich übersehen. Siehst du mal. Hier sollte doch eins sein und ich hab's. Falscher Pfeil. Erst der Pfeil. Dann der Pfeil. Hier sollte eins sein. Ich hab's natürlich übersehen. Bin einfach so stur rumgelaufen. 4 von 5 haben wir immerhin. So. Vor dem Hubschrauber ein kleiner Vorplatz. Da haben wir geguckt. Hinter dem Helikopter auf dem Weg. Das haben wir. Ich glaube, auf dieser Seite haben wir die ganzen Abbilder, auf der anderen Seite haben wir die ganzen Alarmsirenen, also Alarmanlagen. Alarmanlagen, Alarmsirenen, weißt du schon. Okay. Direkt über dem Grab an der Windmühle. Windmühle. Windmühle? Du bist keine Windmühle. Boah, da oben, auch geil. Okay, ich gehe mal ganz kurz in ein anderes Stadtgebiet, wenn ich das irgendwie hinkriege. Naja, hatte der Tod doch was Gutes. Aber trotzdem so sinnlos, das gibt's doch gar nicht von irgendeinem komischen Typen. Ich fühle mich gedemütigt. Und ich fühle mich verarscht. Wegen hier. Oh, das ist so gemein. So. Und ich frage mich immer noch, was ist da oben hinter der Tür? Wahrscheinlich nichts Spannendes. Vorsicht. So, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Hui. Keine Alarmanlage? Nein, keine Alarmanlage.